Afrika. Ich möchte darauf hinweisen, insbesondere wirtschafts- und energiepolitische Fragen werden voraussichtlich Teil des Freiburger-Treffens mit dem Präsidenten von Zypern. Wir haben hier relativ früh von einer Explosion gesprochen und von einem Sabotageakt. Und ich glaube, das ist das, was jetzt auch die schwedischen Untersuchungen herausgefunden haben oder bestätigt haben. Aber viel mehr kann man dazu nicht sagen, weil mir liegen keine weiteren Informationen vor als das, was Sie auch zitiert haben. Und da geht es ja darum, dass man wohl Sprengstoffspuren gefunden hat. Das kann ich nur zitieren, das weiß ich nicht aus eigenem Empfinden. Aber über mögliche Urheber dieses Sabotageaktes haben wir keine Informationen. Ich habe da im Augenblick keinen Überblick. Ich weiß, dass der Bundeskanzler nicht bei dem Eröffnungsspiel sein wird. Das können Sie den Ankündigungen für die Termine der kommenden Woche entnehmen. Aber ob da irgendein anderes Regierungsmitglied hinfährt, ist mir nicht bekannt. Ich kann das aber auch nicht ausschließen. Aber wenn ich den Sprecher des Bundesministeriums des Inneren richtig verstanden habe, ist es durchaus möglich, dass die Bundesinnenministerin beim Auftaktspiel dabei sein wird. Ich glaube, das sind schwierige Umstände, unter denen diese Fußball-Weltmeisterschaft vergeben worden ist und jetzt stattfinden wird. Und das steht jedem frei, sich zu entscheiden, ob man dieses Ereignis verfolgen will oder nicht. Wir leben in einem freien Land und so soll es auch sein. Und dann muss jeder Einzelne für sich entscheiden, was für ihn wichtig ist. Ich weiß, dass der Bundeskanzler, wenn es seinen Terminkalender erlaubt, auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgen will. Und alles Weitere ergibt sich dann.